Wir zählen den Klick, okay? Wir kennen das. Also sagt es uns einfach, wann es soweit ist. Geht schon, okay. Wow! Bass Drop. In der Post-Production schneidet man Bass Drop rein, ja? Für bitte. Das. Jawohl, ich bin heute hier mit zwei sehr wunderbaren, tollen Menschen aus Oberösterreich. Und zwar den Molly und den Butcher von We Blame the Empire. Let's get up! Hallo! Wollt ihr euch mal kurz vorstellen und sagen, was ihr spielt in der Band und was ihr macht? Ja, ich bin der Dominik und ich spiele Bass bei We Blame the Empire. Genau, und ich bin der Molly und spiele Gitarre und mache einen Klingelsang. Sehr gut, und das macht ihr sehr, sehr gut. Mittlerweile wie lange schon? 2014 haben wir angefangen mit We Blame the Empire. Also unsere Instrumente spielen wir jetzt schon länger, aber ja. Mit der Band seit 2014. Ja. Wow, das ist auch schon ein Zeitl mittlerweile. Auch schon ein Zeitl. Aber wir Männer. Spielen eigentlich schon länger gemeinsam. Ja, genau, das schon. Ich meine, ihr seid zwar 10. Ihr seid es sicher schon tausendmal gefragt worden, aber der Bandname. Seid ihr noch immer zufrieden damit? Ist es noch immer tight und es ist eine gemeine Frage, ich weiß, aber. Ja, ich mag ehrlich gesagt schon noch immer. Also. Ja. Ich finde, es ist nur immer ein gutes Gefühl, wenn man auf die Bühne rausgeht und der Basti sagt sowas wie, hey, wir sind We Blame the Empire oder so. Wenn er das, finde ich, ein gutes Gefühl gibt, dann passt es nur immer. Wenn das schon so wäre, dass man sich bei jedem Auftritt denkt, bitte nicht, dann war es schlecht, aber ich finde, solange das nur gegeben ist, finde ich es ganz cool. Allein mit dem Tipp haben wir die heutige Folge eigentlich schon gerechtfertigt. Für alle Bands, die sich fragen, sollen wir den Bandnamen ändern? Wenn es nicht mehr gut anfühlt, auf die Bühne zu gehen und den Namen zu hören, dann ja, genau. Na, ich finde den Namen nämlich auch nach wie vor noch immer super geil. Und ich habe mir nämlich am Anfang das erste Mal gedacht, so, oh, der geht in einen fixen Marsch nach 3 Jahren, oder? Und mittlerweile denke ich mir noch immer, das ist so ein geiler Name, We Blame the Empire. Würdet ihr euch selber als Nerds bezeichnen oder als Geeks in der Hinsicht? Was Sci-Fi also, angeht und Star Wars und sowas. Nein, definitiv nicht. Das ist eher der Basti eigentlich. Ja. Voll. Ah, okay. Also ihr seid eher nicht so die Sci-Fi-Nerds oder die Star Wars-Nerds. Star Wars ist ja laut dem Jörg ist Star Wars nicht Sci-Fi, deswegen muss ich immer sagen Sci-Fi oder Star Wars. Nein, durch das allein, dass ich das nicht wissert, bin ich schon eindeutig kein Nerd. Also es ist so, Borste. Dann vielleicht der Brilli nur ein bisschen, ja, schon. Und dann sind wir zwar ganz weit, okay. Genau, weit unten. Also weit ihr seid die Coolen, ihr kriegt nein, die Chicks. Ja. Nein, cool sind wir auch nicht. Nein, cool sind schon. Okay. Ich finde schon, dass du cool bist. Gut. Burschen, ihr habt ja was Neues am Start, nämlich wenn diese Folge da ist, werdet ihr was Neues am Start haben. Wollt ihr ein bisschen was verraten drüber? Oder soll ich was verraten drüber? Verrat du was. Du kannst drüber. Gern beginnen, ja. Ich kann gern. Nein, ihr habt ja ein bisschen was anderes gemacht. Es ist eine Single, aber es ist ja quasi kein Original Content jetzt in dem Sinn, sondern ihr habt euch dafür entschlossen, dass ihr ein Cover macht. Genau. Richtig. Also, ja, na. Nein, bitte. Was für ein Cover ist es? Das müsst ihr verraten, das darf ich nicht sagen. Es ist von der Miley Cyrus Midnight Sky. Sehr cool. Seid ihr auf das gekommen? Wieso Miley Cyrus und wieso Midnight Sky? Es gibt ja, also keine Ahnung, es gibt ja Hunderttausende. Es gibt ja der Drucifer, der ein urgeiles Chant-Cover von Wrecking Ball macht. Mit der, wie heißt's denn? Mit einer sehr, sehr guten Sängerin. Mit der Nicki Simmons, glaube ich, war das. Genau. Aber wieso Midnight Sky? Wie seid ihr drauf gekommen? Also eigentlich. Ich muss ehrlich sagen, ich weiß nicht mehr genau, wie wir auf das gekommen sind. Ich habe die Nummer ein paar Mal im Radio gehört. Ja. Ich habe mir gedacht, das war eigentlich geil zum Cover. Und da passt das auch wieder, meine Service-Fan. Ja, und passt, probieren wir es mal. Das Ding war das, wir suchen, glaube ich, schon seit 2 Jahren an dem perfekten Song für ein Cover, was wir machen können. Und haben es jedes Mal wieder, wenn wir mit Ideen gestartet haben, gleich wieder verschmissen. Und nein, passt irgendwie nicht. Und keine Ahnung, aber bei dem haben wir dann gesagt, so jetzt machen wir es mal ernsthaft, wirklich hinsitzen und mal konstruktiv mehr oder weniger den Song angehen und nicht danach
der Ton stört mich, also spielen wir es schon nicht, sondern wirklich mal Step für Step, schön langsam, wie wir einen echten Song halt auch machen würden. Ja, einfach das Ganze produzieren, mehr oder weniger. Damit sehr cool. Nice. Miley Cyrus, sind Sie alle Miley Cyrus-Fans? Mehr wie früher. Schon, ja. Ich finde sie nämlich extrem großartig. Also ich finde sie unglaublich gut. Ich fand sie als im Pop-Sektor schon sehr, sehr gut. Und seit sie angefangen hat, ein bisschen mehr auch, wie soll ich sagen, in den Rock-Sektor zu gehen. Und ja, das tut sie. Finde ich sie eigentlich, also ein paar Live-Konzerte online angeschaut von ihr. Und ich finde sie eigentlich wirklich, wirklich großartig. Ist eine super Musikerin. Deswegen hat mich das auch so gefreut. Ich mir dachte so, yeah, es passt voll eigentlich. Miley Cyrus, Metal-Cover. Vor allem von euch kann ich mir das sehr gut vorstellen. Link ist natürlich dann in der Description, wann auch immer diese Episode rauskommt. Das heißt, ihr könnt euch das Ding dann auch anhören. Wie hat sich's angefühlt für euch, das Ding zum Spielen das erste Mal? Was weird, was so, okay, wir spielen gerade Miley Cyrus, oder was so, passt voll rein? Also es hat sich voll gut angefühlt, würde ich sagen. Es ist jetzt nicht so wirklich, dass man sagt, okay, man nimmt Part für Part her und covert den einfach beinhart, sondern es sind schon andere Parts drinnen zusätzlich oder vielleicht dort und da nur zusätzliche Melodie wo drinnen. Das nicht, also es erinnert natürlich schon ans Echte, klar, wenn man es hört, dann weiß man, dass das der Song ist, aber es ist jetzt nicht so, dass man wirklich sagt, okay, man hat jetzt ein Rock-Cover oder Metal-Cover draus gemacht, wo man halt Griff drüber spielt und Schlagzeug ein bisschen und Ende. Also es ist schon, würde ich sagen, ein eigener Touch auf jeden Fall drinnen. Auf jeden Fall, ja. Weil das wollte man unbedingt da drinnen haben, dass das so, dass es nicht einfach eins zu eins drüber gespielt ist. Das führt mich jetzt zu meiner nächsten Frage, nämlich es gibt unglaublich viele Cover, auch unglaublich viele Metal-Cover. Und mir kommt schon ab und zu auch so vor, dass ich mir der Cover anhöre und mir denke, es ist nett, ja, aber es ist quasi das Lied mit E-Gitarren. Ja. Genau. Und da frage ich mich eben, das war eben meine Frage, ab wann ist es für euch quasi ein unter Anführungszeichen, ja, sinnvolles Metal-Cover. Also was muss man dazu tun oder was sollte man machen, damit man sagt, okay, boah, hat sich auszahlt als Cover. Wichtig ist, dass sie die Band wieder drinnen spürt in dem Ganzen. Dass sie einfach wirklich nur, wie wir schon gesagt haben, einfach mit E-Gitarre nachspielt, sondern dass du die Band selber wieder erkennst im Song eigentlich dann, ja. Weil jede Band hat ja so trotzdem ihr Markenzeichen, auch wenn man es vielleicht jetzt nicht als Band selber erkennt, aber die anderen erkennen das, denken sie, ja, so ein Part, ja, das ist typisch, das und das. Und ich glaube, das ist ja extrem wichtig und also für mich das beste Beispiel von einem geilen Cover ist von Betraying the Mertes, das Frozen Cover, Frozen. Das Let It Go. Das hat komplett eigenen Touch, das hat also so Standard-Parts halt vom Originalsong komplett neu mit Blastbeats und keine Ahnung was ausgestattet sozusagen und Tempoänderungen und was da geil was halt was für sie voll typisch ist, weil man konnte einfach nur im gleichen Tempo Schlagzeug Double Bass drüber spielen und fertig, aber das ist eben nicht. Ja, das hat alles drin voll. Das ist doch gleich die nächste Frage vorweggenommen. Nämlich ich wollte fragen, was sind so eure Lieblingscovers quasi im Metal-Bereich von Pop-Songs? Kann aber auch, muss nicht unbedingt Pop-Songs sein, weil es gibt ja auch Crossover mit Hip-Hop zum Beispiel. Also, keine Ahnung, was sind so eure Favorites? Ich meine, Frozen, stimme ich dir absolut zu. Die haben wirklich das Ding genommen und quasi einen eigenen Touch damit gemacht, mit den Vocals von Matt, mit dem Victoire, diese Clean Vocals, die er hat und die Blasts. Also stimme ich dir absolut zu. Was wären denn noch so Sachen, wo ihr sagt, bist du deppert? Cover. Geiles Cover. Taugt mir. Boah. Gute Frage. Ich finde die ganzen Sachen von Our Last Night teilweise ziemlich cool. Also nicht jeden, aber da gibt es einige coole Cover. Die haben sich mal mehr darauf spezialisiert, dass generell, glaube ich, ganzes Album rausgebracht haben oder so von Cover-Songs. Das ist nur so gut. Weil manche sind vielleicht so gut, dass es dann gar nicht mehr einfällt, dass das ein Cover ist.
Das gibt's nämlich auch, ja. Geil, das ist tatsächlich, das gibt's ein ganz bekanntes, natürlich, Thomas kommt wieder mit Metallica Knowledge, aber Metallica haben ein Coveralbum aufgenommen und die Songs waren dann so bekannt, dass die Leute nicht wussten, wer die Originalkünstler sind. Und es gab tatsächlich Originalkünstler, die ausgebuht wurden auf ihren Konzerten, die Songs gespielt haben, die eigentlich ihnen gehören, weil sie dachten, es sind Metallica Songs. Also ist ja nicht witziger. Ja, Lissi zum Beispiel, das Worst Kind of Job. Genau. Ich habe voll lang gebraucht, bis ich echt dann gewusst habe, woher das Lied wirklich ist. Ich bin auch nach wie vor der Meinung, dass das Cover, Peter, das ist übrigens meine letzte Episode heute im Off, ja. Das Cover ist besser als das Original von Whiskey in the Jar, ja. Sorry. Aber das ist einfach, das ist zum Beispiel eins von den Sachen, wo ich echt sage, das ist Metal-Covered Rock und es ist so heavy und es passt so gut zu ihnen. Das ist echt, echt spannend, ja. Ich finde auch, dass Frozen zu Betraying the Martyrs einfach super passt. Es ist, als hätten sie es geschrieben, quasi, den Song. Mega, es gibt mega nur cool. Eins, aber das ist ganz lang aus, das ist von Sienna Skies, das heißt, wie jetzt von Old City, das Fireflies, glaube ich. Das ist ein Song, ich glaube, der ist tausende Male gecovert worden und vermutlich gibt es da einige Cover, die ich gar nicht kenne, aber das von Sienna Skies hat mir damals auch gescheit taugt. Also das war, ja, das ist auch so eins, was für mich halt, aber wenn ich mir es jetzt auch machen würde, glaube ich, mit wie halt jetzt Sachen klingen, ist natürlich, merkt man die 10 Jahre Unterschied dann schon, von der Qualität her und so, aber definitiv nur was ich mir auch machen würde, was geil ist. Genau, mir wird, einzige, was mir auch jetzt noch einfällt, ist von Killswitch Engage, Holy Diver. Ja, das ist richtig geil, ich auch sag, bist, jedes Mal gerne wieder der Howard. Cool, dann kommen wir mal zur nächsten Frage. Und zwar, ihr seid beide sehr, sehr gut in dem, was ihr tut, auf der Bühne und im Studio, nämlich auf euren Instrumenten. sagt einfach ja. Sagt einfach. Nein. Wie sagt's in Oberösterreich? Heute Goschen. Ja? Heute Goschen, sag ja. Also ihr seid super in dem, was ihr macht. Wie oft übt ihr denn in der Woche, würdet ihr sagen? Für das, also für quasi, damit ihr fit bleibt für eure Songs. Also früher definitiv viel mehr. Ja. Also es hat Zeiten gegeben, wo ich mit Gitarre spielen angefangen habe, da habe ich einen ganzen Sommer lang 6 Stunden am Tag Gitarre gespielt oder so, jeden Tag. Da war ich, wahrscheinlich kann ich seitdem nicht mehr weiß, nicht mehr braun werden oder so. Weil meine Haut nimmt kein Sonnenlicht mehr auf oder so. Aber das war, also so heftig mache ich es nicht mehr. Es gibt dann wieder so Phasen, wo man wieder was Cooles findet, wo du denkst, da halte ich mich jetzt dran. Das möchte ich spielen können, da möchte ich aufs nächste Level vielleicht aufgehen. Aber ja, ich würde sagen, jede Woche oder alle 2-3 Tage im Schnitt üben zumindest. Ich habe halt oft Instrument zum Schreiben in der Hand, ich weiß nicht, wie es bei dir ist. Ja, momentan gar nicht. Nein, wir sind gerade übersiedelt, aber normalerweise, ich schaue schon, dass ich sonst jeden Abend ein bisschen da sitze und ein bisschen übe. Ja. Und, wie ist das bei dir? Du bist ja ich muss sagen, ich habe jetzt auch eine längere Pause gemacht. Am Bass, also ich habe jetzt das shockingly, aber ich habe jetzt sicher den Bass wirklich regulär zu üben, sicher für drei Wochen nicht mehr in der Hand gehabt. Bin da aber auch nicht so, mich schockiert das nicht eigentlich, weil ich auch das kenne, eigentlich so wie ihr es wahrscheinlich kennt. Es gibt dann Phasen, wo du sagst, okay, hey, nächstes Monat gehen wir ins Studio und gerade zum Beispiel mit Call the Mothership oder Spire of Lazarus ist es halt nicht so, dass ich sagen kann, oh cool, ich gehe ins Studio, sondern sagen schon weiß, okay, gut, da können jetzt einmal 2 Wochen, 3 Wochen konstant Übung her und dass das wirklich sitzt, dass das wirklich wieder Routine wird. Ich frage nur deshalb, weil es eben, wie gesagt, weil ihr seid ja für mich zumindest ein großer Name in der österreichischen Metal-Szene. Und ich kenne auch, ich kenne jetzt auch Bands, die nachkommen, eben, die quasi euch kennen. Und da ist eben auch die Frage für jüngere, quasi für neuere Bands in der Metalcore-Szene oder Core-Szene, so, okay, wie oft übt man eigentlich? Und vielleicht ist es auch gut mal zu hören von Leuten. Muss nicht jeden Tag 8 Stunden sein. Ja. Es gibt manchmal so intensiv Speedruns. Ich habe mir das nicht mehr gedacht, bei euch bin Konzerten. Ihr wart immer sehr, sehr tight.
Ja, und das ist mir schon aufgefallen, dass du wirklich, da hast du fast nichts gehört. Also sehr selten, da habe ich wirklich aufpassen müssen. Und ja, deswegen, danke auf jeden Fall. Ja, was ich glaube, was wichtig ist, ist das intelligente Üben, weil man kann auch 3 Stunden mit einem Instrument da sitzen und eigentlich nichts üben. Oder eher gezielt. Ja, dass du wirklich sagst, okay, ich schaue mir jetzt was langsamer und wurschtel nicht auf vollem Tempo das eine Stunde lang dahin, weil das bringt es nicht, sondern man wirklich schaut, okay, ich schaue jetzt mal, dass ich die Töne so spüle, wie es dann wie es hören möchte, vor allem auch. Und nicht, dass ich es halt irgendwie trifft, sondern. Ja. Ja, weil eure Musik ist schon technisch. Also zum Beispiel auch gerade bei dir, Molly, du singst ja auch dann drüber, über die Sachen, wo ich mir auch denke, so, bitte, wie macht er das gerade? Ja, da lege ich mir die Parts schön einfach rein, dass das funktioniert. Da bewundert die zum Beispiel Sänger wie den von Era oder so, den Gitarristen oder von früher der Alexi Laiho. Ich meine, der hat jetzt nicht Kling gesungen, sondern geschrien, aber halt rhythmisch, was ganz was anderes wie was er da auf der Gitarre spielt. Also, und dann auch noch Leads dazu. Ja, voller Wahnsinn. Ja. Cool. Ja. Na, das ist finde ich, ein guter Tipp, intelligent, smart zu üben. Ja. Und klar, wenn man übersiedelt, ist klar. Wieder. Es wird wieder. Ich finde, manchmal sind so Pausen gar nicht schlecht. Ja. Die Resting Phases sind manchmal ganz gut. Natürlich nicht zu lange. Ja. Also bei mir wird es auch Zeit wieder. Irgendwann. Ihr habt ja leider Gottes letztes Jahr ein bisschen den sauren Apfel beißen müssen mit dem ganzen, mit dem unaussprechlichen, dem C-Word, dem anderen C-Word jetzt. Ja. Dessen Name nicht genannt werden darf. Der ist mittlerweile selbe Bedeutung wie das alte C-Word. Ja. Und ich habe aber nicht das Gefühl gehabt bei euch, dass ihr quasi zerfallen seid an dem oder zerbrochen seid. Ja. Möchtet ihr vielleicht ein bisschen erzählen, wie ihr damit umgegangen seid, dass quasi eure Albumtour und eure Promotion eigentlich live komplett ins Wasser gefallen ist? Ich meine, unsere Shows auch, logischerweise, wir wären ja auch dabei gewesen. Spoiler. Vergangenheitsspoiler. Vergangenheitsspoiler, ich glaube, es war sogar auf Facebook, keine Ahnung. Es ist nicht passiert auf alle Fälle. Ja. Möchtest du ein bisschen erzählen, wie ihr damit umgegangen seid, persönlich? Also Promotion, würde ich sagen, ist eindeutig. Es war schon ziemlich bitter am Anfang, wie dann klar war, dass wir jetzt einfach auf unbestimmte Zeit einmal einfach alles absagen müssen und alles verschieben müssen. Aber ja, wir haben doch eigentlich immer wieder geschaut, dass wir Content zusammenbringen, weil wir haben jetzt doch ein Album rausgebracht und das gehört beworben. Und das haben wir eigentlich ganz gut hingebracht, besonders mit den Streaming-Zahlen eigentlich ganz zufrieden gewesen dann. Das hat eigentlich super funktioniert. Und wir haben zum Beispiel einmal einen Livestream-Gig einmal gehabt. Das war eigentlich auch cool. Ja. Aber das war das Einzige, was live war, irgendwie in einer Form, eigentlich dann ja. Also ich glaube, wir haben das komplette neue Album vielleicht 5-mal gemeinsam gespielt. Geht sich das aus? Kommt hier. Wann überhaupt? Ja. Das war halt in der Zeit, wo es dann wieder zulassen war. Ja, und sonst haben wir das nie geprobt, eben einmal oder zweimal für diesen Live-Gig dann, der gestreamt worden ist. Und genau, dann hätten wir ja nur am MNO gespielt, also Metal Night Outbreak, und das ist dann abgesagt worden. Genau, aber im Endeffekt, also wir haben uns jetzt nicht von dem erdrücken lassen oder so. Also es war am Anfang schlimmer eigentlich und dann war ja, wir sitzen ja alle im gleichen Boot und man hat gesehen, dass sowohl die Großen als auch die Kleinen so geht, also war es nicht so tragisch dann im Endeffekt trotzdem und wir haben halt dann, glaube ich, uns einfach darauf fixiert, was unsere Pläne fürs nächste Jahr sind, würde ich sagen. Also wir haben uns ziemlich viel persönlich und auch musikalisch weiterentwickelt. Also da ist es sicher im letzten Jahr so viel da wie schon lange nicht mehr, würde ich sagen. Wir haben geschaut, dass wir viel selbstständig machen, dass wir auf mehr oder weniger eben selbst Content produzieren können, dass wir nicht auf andere Leute angewiesen sind bei allem Möglichen. Also sei das jetzt Fotos, was die Krise schon lange Zeit für uns macht und auch dann eben dieses Video, was heute oder vor 2 Wochen dann, je nachdem, wann es ausgestrahlt oder 3 Wochen oder 4 Wochen. Vielleicht wird es nie ausgestrahlt, vielleicht ist ja, es vielleicht nie. Ja. Vielleicht machen wir das nur für uns. Vielleicht, ja, genau. Und
ja, durch das, die Krise hat dann eben gesagt, ja, dann machen wir gemeinsam ein Musikvideo. Also Krise als ja, Head of Regisseur mit Basti, ja. Genau, gemeinsam. Und wir produzieren einfach als Lil selber und mixen selber und schicken es dann eben zum Mastering, nicht nur zum Aljoscha, dann zu Pitchback Studios, wo wir das vorige Album eben auch gemacht haben. Und ziehen wir das alles in Eigenregie durch. Und auch das Ganze, ja, ob Videos schneiden und das Ganze Nachbearbeitung, was halt alles dazugehört, ich meine, ist zwar, wisst ihr eh, was halt alles zum Video und so und auch zum fertigen Song dazugehört. Ich nicht, der Peter weiß es, aber ich habe keine Ahnung. Also ich gebe das immer ab und sage, Jesus, take the wheel. Ich bin schon am Limit bei meinem Playfrost zum Schneiden. Ja, da bin ich schon hart, wenn's wenn's Programm wieder abstürzt oder hängt. Ja, keine Ahnung. Aber das, ja, ich weiß es. Aber ich finde das eben so spannend bei euch. Deswegen normalerweise, ich meine, ich möchte das Thema eigentlich normalerweise gar nicht mehr mit Bands durchgehen, ja, weil es jetzt, ja, es war furchtbar und wir haben alle nicht spielen. Aber bei euch habe ich echt das Gefühl gehabt, ihr verliert euren Drive nicht. Auch online, von Online-Präsenz. Ich habe nicht das Gefühl gehabt, ihr stürzt in so ein Loch rein oder sagt, weil ihr hättet jetzt alles Recht gehabt, der Welt zu sagen, Alter, was ist das? Wir sind urfertig, weil sorry, wir haben ein Album rausgebracht und dann sitzen wir drauf, ja. Wie die Trotteln, ja. Und ihr habt aber, bei euch habe ich echt das Gefühl gehabt, ihr habt was gemacht draus. Ja. Ihr habt irgendwie die Zeit genutzt, eben mit Videos und auch zu sagen, okay, ich schaue, dass ich mich darum kümmere, was kann ich wirklich selber machen. Und auch eben, was ich schon gesagt habe in vergangenen Big Boys Sachen, auch drauf zu kommen, will ich es überhaupt selber machen. Mhm. Es sind einige Leute drauf gekommen in diesem letzten Jahr, dass sie es gar nicht selber machen wollen. Und das finde ich nämlich ist auch wichtig, dieses zu sagen, ja, ich kann das eh selber machen, aber ich will es nicht. Ja, ich verliere meinen Lebenswillen, wenn ich noch ein Video schneiden muss oder so. Ja. Also das war auch wichtig. Deswegen fand ich auch eure Videos cool, die ihr gemacht habt, immer wieder dazwischen, wo jeder von euch reden hat können, darüber quasi, wie es euch geht und wie es war in dem Jahr. Du hast gesagt, ihr habt euch persönlich auch ein bisschen entwickelt, da bin ich natürlich neugierig. Ist ein sehr persönliches Thema, logischerweise, aber könnt ihr da ein bisschen was drüber erzählen? Ich meine, abgesehen davon, dass manche Leute umgezogen sind. Wenn es nicht ins zu Persönliche geht. Natürlich. Ich würde sagen, einige Sachen, also die Kim und wir sollen jetzt nicht, ich würde sagen, die lassen wir unter Verschluss. Es ist wirklich ein bisschen zu persönlich, um zum Aussehen, sagen wir so. Absolut verständlich, ja. Ganz klar. Gut, dann. Wir kommen wieder zurück zu den Instrumenten, nachdem wir jetzt einen kurzen Abschwenker gemacht haben. Habt ihr Geheimtipps, was Gear oder Equipment angeht? Oder seid ihr, sagt ihr quasi, ja, wir nehmen quasi, was gerade aktuell ist? Oder gibt es irgendwas Spezielles, wo ihr sagt, okay, die Marke von Instrument oder dieses bestimmte Equipment-Stück ist sehr speziell. Also wirklich so ein Ding, wo ihr sagt, Caesar, Shoutout an den Alex und genau. Chef von Caesar. Geile Instrumente. Ja. Und man lernt mega viel, wenn man mit dem das Instrument selbst konstruieren darf. Also ich zumindest. Vielleicht ja, sicher, ich war auch schon dabei. Ja. Sonst, ich habe mir vor kurzem einen Camper gekauft. Ich meine, ist zwar eh schon oldschool und hat es ungefähr jeder schon benutzt, ich noch nicht. Bis jetzt bin ich mega zufrieden mit dem, muss ich echt sagen. Also, würde derzeit nichts anderes nehmen. Was bei dir aus? Du bist ja immer nicht unpopulär. Ich habe eben letztes Jahr bevor die Live-Gigs angefangen hätten, habe mir ja den Douglas Amp gekauft. Ich weiß, ja. Ich habe leider noch nicht live spielen können, aber ja, im Proberaum schon mal viel probiert damit, ja. Mega geil. Gefällt mir. Okay. Der Camper, muss ich sagen, habe ich auch noch nicht gespielt. Also das ist zwar oldschool, aber ich bin noch mehr oldschool noch immer. Ich habe noch immer das Pedalboard, eben Darkless, Preamp und so. Und, also das sind schon, ich glaube, da gibt es keinen Punkt, wo du zu spät umschalten kannst. Es ist nur witzig, der Switch von eben analog zu digital ist eben für mich zum Beispiel hart, muss ich sagen. Okay, dann haben wir eigentlich beide schon relativ lang. Also ich glaube, ich spiele seit 5-6 Jahre über den. Also, ich habe mir jetzt dann, also vor Jahren mal diesen Line 6 Helix gekauft. Ja. Oder wie auszukennen. Du hast dich jetzt 4 Jahre live gespielt, aber. Genau.
Es hat auch gut funktioniert eigentlich. Es war nicht ein paar so es war ein bisschen umständlicher wie jetzt mit dem Camper zum Beispiel. Aber ich habe den noch nie im Proberaum gebracht, also bis jetzt nur zum Aufnehmen und Produzieren von dieser nächsten Nummer. Wochen. Genau. Mhm. Deswegen weiß ich noch nicht, wie am Live-Einsatz ist, aber da das wirklich ja jeder zweite verwendet, stellen wir das jetzt nicht so schlecht vor. Wenn es jetzt, sagen wir jetzt Anfänger, okay? Anfänger will modernen Metal, sagen wir Metalcore, Djent, solche Geschichten spielen. Was würdet ihr empfehlen als Einsteiger? Als Einsteigerinstrumente und Gear? Gitarre und Bass? Fangen wir mit Bass an, muss ich mir überlegen. Ja, ich finde zum Beispiel die Ibanez-Bässe. Du kriegst eigentlich dafür relativ wenig Geld, eigentlich schon coole Instrumente. Ist auch für die Gitarren, finde ich. Ja, und ich sagen, ja. Und gibt es eben viel, was du halt im Metalcore-Bereich brauchen kannst. Und, ja. Also Instrumente, ja, stimmt. Für Amps. Für daheim zum Beispiel sind diese ganzen Line 6-Geschichten sicher nicht blöd eigentlich. Und stimmt, wenn es jetzt nur ums Home-Recording geht, da würde ich sogar sagen, dass man vielleicht auf Plugins zurückgreifen kann. Also ich habe jetzt ganz viel von unseren Demos mit diesem Archetype Nolly und was, Neural DSP, glaube ich, ist das? Neural DSP, ja, genau. die sind Mörder. Die haben, also ich habe da einige durchgetestet, da gibt es ein paar, die was richtig gut klingen. Also für Demos braucht man echt nichts anderes. Und auch wenn du jetzt wirklich sagst, okay, du produzierst du deine eigenen Songs, also ich glaube, dass du fertige Mixes mit dem auf jeden Fall machen kannst. Bin ich mir sehr cool. Ziemlich sicher. Und dann gibst du halt nicht, also nicht 300, 400 für Hardware aus, sondern halt, weiß nicht, $100 für Plugin. Dafür kannst du es halt nicht auf Bühne mitnehmen. Aber ja. Noch je nachdem, ob man es für ein Live, genau, noch nicht. Laptop. Tu es. Ich kann mir gut vorstellen, dass das kommen wird in den nächsten. Mhm. Also ich kann mir gut vorstellen, dass das dieser Zeit jetzt, wo alle zu Hause gesessen sind, tatsächlich ein neues Movement kommt, wo Leute sagen, okay, wir haben es irgendwie geschafft, das alles transportabel zu machen. Wir stellen es auf die Bühne. Es ist quasi Plugin setzt auf der Bühne. Also wir haben das Home-Studio quasi jetzt bühnenfertig gemacht und so weiter. Also ich kann mir gut vorstellen, dass das mit den ganzen Livestreams und sowas jetzt einen riesigen Push bekommen hat. Voll, ja. Diese digitale Geschichte. Ja. Aber cool. Sind auf alle Fälle gute Tipps, weil das ist nämlich, was ich mich oft frage, wenn mich Leute fragen, hey, ich möchte anfangen und ich so, boah, keine Ahnung, geh zu Caesars Gitarre, lass den Bass bauen. Investier es am Anfang, dann brauchst du es am Ende nicht. Nein, es stimmt schon. Das Ibanez ist super. Es ist eine super Einsteigermarke. Wir kommen zu was anderem, und zwar, wir wechseln wieder Thema. Ich springe immer gern bei Themen herum, das macht es spannend. Ihr könnt mich natürlich auch gern was fragen, aber das ist für die Leute halt nicht so interessant. ihr seid ja jetzt relativ lange in der oberösterreichischen Metal-Szene unterwegs gewesen. Seid ihr noch immer eigentlich, ja. Und ich, also wie ich immer in Oberösterreich war, ich liebe es, ja. Da stimmen mir auch einige Leute zu, allen voran daher Stefan Eberl, der auch sehr, sehr, sehr gerne in Oberösterreich verweilt. Ich fand tatsächlich es immer so erfrischend, bei euch zu sein, und ich habe es bis heute nicht geschafft, mir fest den Finger drauf zu tun. Was ist anders in Oberösterreich in der Metal-Szene als in Wien? Ich weiß es nicht und ich kann es bis heute nicht sagen. Wisst ihr das? Könnt ihr das sagen? Also abgesehen davon, dass ihr dort seid. Ja. Sind die Leute betrunkener vielleicht bei uns? So jetzt mal von so. Schauen wir im Durchschnitt so. Wenn man es auf dies reduziert? Nein. Moment. Vielleicht ganz so weit hergeholt manchmal. Also, vielleicht ist ein bisschen. Also wir sind sicher ein bisschen gemütlicher, kommt mir teilweise vor. Also wenn ich jetzt mit alteingesessene Wiener oder mit Leuten, die schon lange in Wien leben, unterwegs war, dann gibt es da zum Beispiel keine Rolltreppen vorne und ich bleibe jetzt mal stehen. Nein, das geht nicht. Da muss man abschießen bei jedem vorbei. Da kann man nicht stehen bleiben und einmal gemütlich Zeit verbringen beim ruhig Treppen fahren. Nein, das geht nicht. Also das ist so ein Ding, wo ich dachte, okay, das verstehe ich jetzt nicht. Ich meine, oder wenn der auch Stress, oder wenn die U-Bahn wegfährt. In 5 Minuten kommt die nächste. Für die Wiener geht die Welt runter und für uns, ja, wir warten eine Stunde auf den nächsten Bus. Ja. Ich habe früher gar keinen Bus von der Schule heim gehabt. Nachts war da aber immer
fünf Stunden gehen müssen, dann von irgendwo. Also, weiß ich nicht, ja. Ich darf jetzt nichts sagen und ich darf nichts generalisieren, aber es ist schon, also für mich macht es schon ein bisschen Sinn, wenn ich denke, die Bands, die ich kenne aus Oberösterreich und die Wiener Bands, dass ein bisschen mehr relaxed sind in Oberösterreich. Ein bisschen mehr so, ja, machen wir schon, ist gut schon. Und in Kärnten sind es nur mehr relaxed, kommt mir vor. Da sind es nur gemütlicher. Ja. Kärnten ist nur. Bis, okay. Aber es war jetzt wahrscheinlich, oder du warst wahrscheinlich eh schon öfter mit Band in Kärnten und so. Also ich habe mit Colorado Ship in Kärnten schon gespielt, zweimal jetzt mittlerweile und ja, kann ich auch. Würdet ihr sagen, Kärnten ist das relaxteste Bundesland von allen, von Metal Bands? Oder gibt es irgendwen, der das schlägt? Ich meine, ich habe keine Ahnung über Vorarlberg, muss ich sagen. Ja, nicht. Die sind so relaxed, die kenne ich nicht einmal. Ja. Genau. Aber Kärnten, ja, Kärnten. Gut, Kärnten. Schon, ja. Kärntner Metal Bands. Ja, Mölltal war ziemlich entspannt eigentlich. Da ist. Ja? Ein bisschen schon, oder? Ja. Aber so sie relaxed. Wissen trotzdem, wie man Party macht. Das können das so auf jeden Fall. Auf jeden Fall. Saufen können uns bis da. Kärntner Metal Bands, lasst uns wissen, ob das seid ihr wirklich alles so relaxed, ja. Und an die Wiener, nehmt das als Feedback. Okay, Wien ist jetzt für uns abgeschrieben, jetzt darf man da nicht mehr. Ja, nein, Wien ist vorbei. Nein, gar nicht. Nein, das ist, ich finde das schon spannend eben, dass du wirklich merkst, so wo bist du gerade? Bist du in Oberösterreich oder bist du in Wien oder bist du in Kärnten? Ja? Das macht schon einen Unterschied. Du merkst es auch, wenn die Bands dann in Wien sind. Ja? Mhm. Du merkst es also, auch schon von uns innerhalb von Oberösterreich zwischen Salzkammergut und Linz zum Beispiel, ist klar schon ein Unterschied. Also. Wo sind die relaxtesten Bands in Oberösterreich? Nein, keine Ahnung. Also, ich würde sagen, bei uns ist generell in der Gegend alles relativ auf dem gleichen Chiller-Level. Auf dem gleichen Chiller-Level. Sehr gut. Genau. Ausgezeichnet. Du hast ja vorher erwähnt, ihr habt Pläne für das nächste Jahr. Das ist also dieses Jahr quasi. Das, dieses Jahr. Was sind denn so die Pläne und wie plant ihr denn quasi eure Rückkehr auf die Bühne zu zelebrieren? Ja, das Erste, was jetzt mal feststeht einmal, ist das Metal Night Outbreak Anfang Oktober. Schauen wir mal, wie es wird. Also ob es wirklich dann so stattfinden kann, wie es geplant ist, aber das war ja mit der erste Kick, ja. Und das mit der Arena, das ist ja schon veröffentlicht worden, ja. Wann ist das? Im November sollte das dann auch sein, ja. Also das sind jetzt mal so die Live-Geschichten sonst. Also wir sind jetzt gerade direkt von einem, nehmen wir Songwriting-Seminar, ist vielleicht ein Pre-Production. Pre-Production. In dem Moment, ja. Geflohen sozusagen und haben uns gerade dieses ruhige Plätzchen da gesucht und lassen die anderen zwei mal für ein, zwei Stunden weiterwirken. Sonst haben wir auf jeden Fall nur geplant, ein paar Songs her nur releasen. Also da wäre ich denke mal zusätzlich zwei nur am Plan mit Video. Und ja, da müssen wir einfach schauen, wann das soweit wird. Aber das haben wir uns auf jeden Fall für heuer fest vorgenommen, nur dass wir das nur einbringen. Mhm. Genau. Was ist euch am meisten abgegangen bei den Live-Konzerten? Was würdet ihr sagen? Ich meine, ja, natürlich, wir alle vermissen live spielen, aber was war so das Ding, was war so dieser Special Moment für euch beide, wo ihr sagt, das habe ich bei jeder Live-Show und das macht es für mich immer, immer cool? Ich finde, vor allem, wenn man ein nächstes Album rausbringt, ist halt echt einmal wichtig, du weißt einfach nicht, wo du mit dem Album stehst. Also im Normalfall kommst du dann, wenn du das erste, zweite, dritte Konzert gespielt hast, du kommst von der Bühne runter und hörst einmal so, was die Leute von dem neuen Zeug wollen. Weil du wirst ja da jetzt nicht von, weiß nicht wie viele Leute im Normalfall angeschrieben, dass du die eine Meinung zu dem Album sagst, sondern das passiert halt dann, ja, nach so einem Konzert halt. Und das war das, was mir am meisten gefällt hat, ehrlich gesagt, dass du überhaupt keine Resonanz hast, wie das ankommt, das Ganze, sowohl live als auch auf der CD. Und ja, einfach das, trotzdem das Gefühl. Andere Leute treffen, andere Bands treffen immer wieder und ja, meistens haben wir echt schon anderthalb Jahre nicht mehr gesehen jetzt. Und Und trotzdem der geilste Moment ist, finde ich, das auf die Bühne gehen. Auf die Bühne gehen, das, wenn es dann losgeht, ja. Genau.
wenn die Lichter noch finster sind und dann geht es auf einmal ein bisschen auf und das, ja, das geht schon ab. Das ist schon ein geiles Gefühl, muss ich schon sagen. Das fällt ein bisschen. Wie ist das bei dir? Was fällt dir? Ähnlich. Bei mir ist es eigentlich eben diese Momente vor der Show, bevor es losgeht. Ja, und dieser Moment, wenn es quasi die erste, wenn es quasi losgeht. Ja, also wenn du quasi dieses erste Mal, der erste Anschlag, das ist quasi so dieses, das ist das, was mir im Metal halt immer gefallen hat. Du fährst halt immer 100%, ja, also wenn der Zug fährt, dann, das ist wie ein Panzer und das hat mir halt immer so taugt, diese quasi Adrenalinkick am Anfang gepaart mit der Power, die dahinter steckt, mit dieser Macht, die da dahinter steckt, das geht mir schon extrem ab. Trotzdem geht man am meisten die Leute ab bei den Shows, muss ich sagen. Das ist, auf der Bühne stehen ist super cool, weil mir gehen wirklich die Leute ab, muss ich sagen. Das ist so ein Ding, wo ich sage, dieser spezielle Moment, wo du irgendwen im Publikum siehst und dann denkst, mit dir rede ich nachher, weil dich habe ich schon länger nicht mehr gesehen und so weiter. Genau. Ja, und trotzdem auch dieser Zusammenhalt, so sag ich mal, innerhalb von der Band, dass du vor der Show halt dann zusammenstößt und nochmal drauf einschwörst oder darauf vorbereitest, was jetzt passiert und so weiter, das Gemeinsame einfach, das geht ab. Das macht ihr das immer? Ja, das machen wir. Wenn es jetzt wirklich ausgeht, wenn nicht der ärgste Stress ist, weil der Brilli zum Beispiel beim Schlagzeug schon sitzen muss und schon loslegen muss, also das Einschwören, wenn wir Zeit haben, machen wir das immer. Machen wir schon, ja. Okay. Das braucht man, das ist wichtig. Spannend. Du nicht, okay. Was? Da, ab und zu, ja, doch. Nein, es ist unterschiedlich. Ich habe tatsächlich angefangen, bevor das Ding also losgegangen ist und wir nicht mehr spielen konnten, habe ich tatsächlich angefangen zu meditieren vor den Shows, ja, was mehr oder minder weird war, aber lustig, interessant irgendwie, das mal auszuprobieren. Aber ja, natürlich, der Huddle, der typische Huddle ist natürlich, den kann nichts schlagen. Kannst machen, was du willst. Ist besser als jedes Bier vor der Show oder sowas, ist dieses Zusammensein mit den Sachen. Okay, sehr cool. Das heißt, ihr habt einiges geplant. Wir sind alle gespannt, würde ich sagen, drauf, was kommt bei euch in der Zukunft. Was würdet ihr euch wünschen für die Zukunft jetzt? Abgesehen von den offensichtlichen Sachen, was würdet ihr euch wünschen für euch in den nächsten 5 Jahren als Band? Eigentlich, dass ständig so eine leichte Aufwärtskurve gibt. Jetzt leistungsorientiert oder also jetzt nicht von ich meine natürlich Streams und so weiter sind auch wichtig und keine Ahnung, aber dass wir uns einfach weiterentwickeln, dass man merkt, okay, wir bleiben nicht stehen, das ist, finde ich, ganz wichtig, weil wenn man das nicht hat, kommt man vor, dann geht auch nach einer Zeit einfach dieser Spirit immer weiter flöten und eine Band kann nur funktionieren, wenn es einen Spirit hat, wenn es Fire hat, weil sonst, egal wo es hinführt, aber auf jeden Fall so, dass es immer ein Stück weit nach oben geht, würde ich sagen. Genau, ja. Und auch, ja, mega coole Konzerte, also uns fällt zum Beispiel nur eine richtige, also wir haben schon eine Auslandstour kurz gemacht über Tschechien und so, aber so mal Deutschland auf oder, weiß nicht, Frankreich, England, egal. Mehrere Tage mal unterwegs sein, ein Stück. Zu wissen, wie das mal ist, wenn man auf Tour ist, weil... Also es ist wirklich mal so ein, zwei Wochen. Es ist, wenn es nur immer Weekender verlängerte vielleicht noch ein bisschen, aber mehr war es bei uns leider auch nicht. Und ich höre gerade... Ich war anders hier vorne mal, ja. Ich höre gerade den Jörg in Otterkring aus dem Fenster schreien, Weekender ist keine Tour. Ja, ja, genau. deswegen tue ich immer so Tour. Tour, ja. Also wirklich mal so 2-3 Wochen on the road quasi zu sein. Und genau, und einmal zu sehen, wie es dann da dann einfach geht, wie man das wegsteckt oder was da, ich glaube, da kann man Sachen zum Vorschein, die uns vorher nie aufgefallen sind, weil wir auf so einem Level noch nicht waren von aufeinander bicken, 1, 2, 3 Wochen, keine Ahnung. Vielleicht gibt es uns deswegen noch immer. Vielleicht gibt es, ja genau, das kann sein. Was wär das eine Item, das jetzt nicht live oder Equipment bezogen ist, das ihr mitnehmen würdet? Ein Gegenstand, den ihr mitnehmen müsstet auf Tour, damit es für euch, damit es funktioniert. Ich brauche einen Ball. Einen Ball. Einen Ball. Einen Ball. Einen für, ja genau, für irgendwelche deutschen Gäste, die zuhören, einen Ball, ein Ball. Ein Ball.
Ein Ball. So, ja. Wir haben uns mal beim Konzert, weil wir nichts gehabt haben, da war der Backstage-Bereich eine Turnhalle. Und wir haben überall nachgeschaut und es ist nirgendwo ein Ball auf, also zum Auffinden gewesen. Und es waren aber zwei Tore und wir haben gewusst, wir brauchen den zum Aufwärmen. Und dann haben wir uns aus Tape, also aus Gaffer-Tape, haben wir so Fußball gemacht. Zum... Und dann sind wir durchdraht da drinnen. Komplett wie die Gestörten, um und herum gerannt und nach 10 Minuten hat keiner mehr China. Und wir haben uns gefragt, wie wir die Show überhaupt noch spielen sollen. Meine Lunge war am Ende, also ich wirklich aus dem letzten Loch pfiffen, wie man so schön sagt. Okay, also ein Ball. Also ich brauche einen Ball. Ja. Okay. Dominik, wie schaut es bei dir aus? Boah. Ein Bordgel. Bordgel, ja, weil das steht immer in alle Richtungen. Das musst du eh so wie heiz wieder mal. Ja. Ich fühle mit dir. Ja. Und vielleicht der zweite Leiberl. So. Ja, ich bin immer der, der Handtücher vergisst. Ah ja, das auch. Ja, okay, Handtuch gehört aber dazu. Ja, ohne dem geht es sowieso nicht. Brauchbar sowieso, ja. Aber das vergiss ich immer. Okay, also Bartgel und ein Ball ist perfekt. Du, ich versteh's. Also macht für mich absolut Sinn. Und was wäre so eine Venue, eine Location, die ihr wirklich gerne spielen würdet in Europa? Jetzt wirklich Europa. Was wäre so das Ding, wo ihr sagen würdet, das wäre... Top. Wie heißt die Halle in England? Die berühmte. Die Royal Albert Hall. Oder meinst du die O2? Nein, O2 Arena. Das gibt's auch, hä? Sag ja. Warum nicht? Ja, passt dann. Nein, weil ich finde diese. Ja, ich glaube, das ist eh das, wo Architects das Video aufgenommen hat, oder? Das mit dem, was so eigentlich wie ein Theater ein bisschen ausschaut. Das ist, glaube ich, die Royal Albert Hall. Ich spreche es auch gerade, ich habe irgendwie Royal Albert, die royale Albert Halle halt. Ich finde das genau. Einen extremen Charme. Das hat so was Legendäres, also finde ich absolut, mega cool. Ja. Okay, Dominik, wie schaut es bei dir aus? Was wäre deine Traum-Location? Wir waren vor einigen Jahren einmal in Amsterdam beim Impericon Festival. Das Melkweg ist eine ziemlich coole Location eigentlich auch. Okay. Ja. Du bist nur nach Amsterdam schon. Das auch, ja. Geil, na das sind das, na dann habt ihr Ziele jetzt für die nächsten 5 Jahre. Also beide Locations bin ich gern dabei, da fahre ich hin dafür, das ist mir wert. Kommst du einfach dann in den Tourbus, den darf man dann so nennen, wenn wir dann länger wie 3 Tage unterwegs sind, dann ist das okay. Genau, so ist es ein Mercedes Sprinter, dann nehme ich lieber das Flugzeug, glaube ich, weil ich kann mich nämlich erinnern, ich habe den Tourbus gerochen von Betraying the Martyrs, wie sie auf dem Tuchding in Wien waren und das, ja. Nehmt vielleicht dann so einen Luftreiniger mit oder sowas, den sie im Bus reinstellen könnt. Ja, toll. wenn sie ein Mercedes, oder ihr kriegt halt wirklich einen gescheiten Nightliner, so einen riesigen geilen. Mit Panoramadach. Mit Panoramadach. Ja, ich bin eigentlich schon, muss ich sagen, mit meinen Fragen, die ich gern wissen würde, durch. Alle anderen wollen natürlich sicher noch viel mehr wissen. Gibt es noch etwas, was ihr gerne sagen würdet, bezüglich jetzt, wo es wieder losgeht, halbwegs, und oder bezüglich letztem Jahr irgendeine Message an die Fans oder an uns, an den Peter vielleicht, ich weiß nicht. Ja, die Leute auf jeden Fall, dass nicht in Spaß verlieren sollen, dass einfach das Beste aus allem, aus der Situation jetzt machen sollen. Und dass wir uns auf jeden Fall auf alle wieder freuen, wenn wir es alle wieder sehen. Egal ob Wien, Klagenfurt oder weiß nicht, Vöcklabruck oder wo auch immer. Ja, genau. Vielleicht alles einfach mit Hirn machen oder so, dann wird es sicher hoffentlich schnell mal wieder so werden, dass wir uns alle sehen und eine coole Zeit miteinander haben. Es wird wieder. Genau, sehr gut. Dann zum Abschluss, beschreibt mir We Blame the Empire mit einem Wort. Boah, das ist jetzt schnell gekommen. Ein Wort.
Aber mit PH. Mit PH. Mit PH. Okay. Fett. Mhm. Und am langen Ä. Und am langen Ä mit der Umlaut A. Fett. Ja, genau. Ja. Ja. Genau, genau. Okay. Dominik, schließt du dich dem an, oder? Ja. Geil, es passt perfekt. Das ist nämlich tatsächlich, genau den Wortlaut hat nämlich wirklich ein Freund von mir, den wie ihr euch das erste Mal gesehen habt in der Szene, gesagt nachher, also, das ist urfett. Genauso, fett mit PH, ja. Genau, gut, ich danke euch vielmals, dass ihr da wart, oder halt, ja, ihr wisst, was ich meine, ihr wart da im Geiste und im Körper, online, wie auch immer. Danke auch. Ja, ja, gerne, sehr gerne. Ich hoffe, wir sehen uns bald wieder, entweder auf der Bühne oder im Publikum, Publikumbühne oder Bühnenpublikum, je nachdem. Ja, genau. Vielen Dank auch an unseren Sponsor, unsere Partner in Crime quasi und Sponsor und alles. Und keine Ahnung, schickt es mal einfach besser, bitte. Klangfarbe, tut's was, ja. Ich habe zu wenig Instrumente da. Nein, unser Partner in Crime, die Klangfarbe, wo man auch Ibanez-Gitarren und besser kriegen kann, wenn man anfangen möchte, modernen Metal zu spielen. Ich meine das ernst, die haben wirklich geile Modelle momentan. Also schaut's vorbei und vielen Dank an die Burschen von Reclaim the Empire. Schöne Grüße an den Borsti und an den Brilli. Ich hoffe, sie haben ein Album geschrieben, jetzt wo ihr weg wart. Ich hoffe auch, ja. Das war der Sinn der Sache auf jeden Fall. Drum, es ist ein Blastbeat und der Borsti schreit drüber eine Stunde lang. Ich werde es feiern. Ja. Schau, ob die Prüfung steht. Das ist blöderweise meine Wohnung, ja, das stimmt. Problem. Euch auf alle Fälle alles Gute und stay big, stay fett. Ja. Und wir sehen uns bald wieder. Ja. Und schöne Grüße an die Krisi, Shoutout an die Krisi, wo auch immer sie ist. Sie winkt von der Seite. Ja, und fühlt sich umarmt und wir sehen uns alle wieder. Liebe, Freundschaft und haut's rein. Dankeschön. Danke. Alles Gute. Ciao, servus. Ciao. Peter. Schauen wir, ob bei uns die Spur eingrenzt ist.